Herzlich willkommen bei diesem Überblicksvideo zur Bruchrechnung, zur Prozentrechnung und zur Überschlagsrechnung. Du fragst dich vielleicht, warum diese drei Kapitel in einem einzigen Video auftauchen. Spätestens nachdem du das Video gesehen hast, sollte dir das aber klar sein. Beginnen wir mit dem Bruchrechnen. Bekanntlich besteht ein Bruch aus Zähler, aus Nenner und einem Bruchstrich dazwischen. Dieser Bruchstrich steht in Wahrheit für ein Divisionszeichen. Der Bruchstrich ersetzt das Divisionszeichen. Wir führen zum Beispiel eine Division wie 7 durch 8 nicht aus, weil wir auf die Dezimalzahl verzichten können. Fürs Bruchrechnen musst du addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren können. Addieren und subtrahieren können wir zusammenfassen. Die beiden Regeln sind praktisch identisch, bis auf das unterschiedliche Rechenzeichen. Um zwei Brüche addieren zu können, musst du die gleichen Teile zählen. Das heißt, wir brauchen den gleichen Nenner, um überhaupt addieren und subtrahieren zu können. Zum Beispiel ein halb plus drei Viertel lässt sich nur dann addieren, wenn beide Brüche auf demselben Nenner, in dem Fall auf Viertel, gebracht worden sind. Ein halb wird zu Viertel, indem wir den Zähler mit 2 multiplizieren und auch den Nenner mit 2 multiplizieren. Dadurch verändert sich der Wert des Bruchs nicht. Wir können nun aber 2 Viertel und 3 Viertel addieren. Diese Vorgangsweise nennen wir Erweitern. Zum Addieren und zum Subtrahieren müssen wir also in der Regel Brüche erweitern. Wenn wir gemeinsame Nenner haben, dann lautet die Regel, in der Summe bleibt der gemeinsame Nenner und die beiden Zähler werden addiert. Was ja nichts anderes als dem entspricht, dass wir die einzelnen Teile, 2 Viertel und 3 Viertel, die ja nun gleich groß sind, einfach zählen. 2 plus 3, daher auch der Name des Zählers. Und das Ergebnis ist nun klar, 5 Viertel. Völlig analog dazu wäre die Subtraktion ein halb minus 3 Viertel auszuführen, indem wir erweitern auf 2 Viertel minus 3 Viertel. 2 minus 3 durch 4 ist die Regel. Und dieses minus 1, das wir im Zähler herausbekommen, können wir auch so schreiben, dass wir das Minus vor dem Bruchstrich ziehen. Völlig anders sieht die Regel fürs Multiplizieren aus. Sie ist sogar einfacher als die Regel für das Addieren, weil sie einfach darin besteht, dass wir Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multiplizieren. Die einfachste aller vier Grundrechenarten ist daher beim Bruchrechnen das Multiplizieren. Zum Beispiel 2 Fünftel mal 15 Achtel wird multipliziert, indem wir einfach 2 mal 15 in den Zähler und 5 mal 8, Nenner mal Nenner, in den Nenner schreiben. Bevor wir nun aber die Multiplikation ausführen, versuchen wir jetzt schon ein möglichst einfaches Ergebnis vorauszusehen. Das machen wir dadurch, dass wir bei Zähler und Nenner nach gemeinsamen Faktoren suchen. Bei 2 und 8 wäre das der Faktor 2, durch den wir im Zähler und im Nenner dividieren dürfen. Wir haben dann 1 und 4. So wie bei 5 und 15 wäre das der Faktor 5, durch den wir dividieren können. Wir nennen diesen Vorgang Kürzen. Im Gegensatz zum Addieren und Subtrahieren erweitern wir also nicht beim Multiplizieren, sondern wir kürzen. Wir machen genau das Gegenteil. Und wir erhalten dann, wenn wir das korrekt ausgeführt haben, einen bereits fertig gekürzten Bruch als Ergebnis, in dem Fall 3 Viertel. Das Dividieren ist die kompliziertere Variante der vier Grundrechenarten. Und weil das Dividieren an sich relativ kompliziert ist, führen wir es auf etwas zurück, was wir schon gut können. Und das ist das Multiplizieren. Das heißt, statt zu dividieren, werden wir in Wahrheit multiplizieren. Wenn ich also zum Beispiel 2 Fünftel durch 15 Achtel rechnen würde, dann versuche ich hier etwas bereits Bekanntes zu erhalten. Man kann das jetzt einfach folgendermaßen schreiben. 2 Fünftel
durch 15 Achtel ist ja dasselbe wie 2 Fünftel durch 15 durch 8. Und das wiederum ist 2 Fünftel durch 15 mal 8. Die Division mit der Division wird zu einer Multiplikation. Du kannst das auch als Doppelbruch aufschreiben und diesen Doppelbruch auflösen. Und wenn ich das in umgekehrter Reihenfolge aufschreibe, erhalte ich 2 Fünftel mal 8 durch 15 wieder als Bruch geschrieben. Und damit habe ich durch 15 Achtel ersetzt durch mal 8 Fünftel. Und die kurze Regel lautet daher, ich dividiere durch einen Bruch, wie 15 Achtel, indem ich mit dem Kehrwert des Bruches, Zähler und Nenner vertauscht, multipliziere. Und bei der Multiplikation gilt wieder Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Hier gibt es nichts zu kürzen, also ist 16/75 das Ergebnis. Was hat nun die Prozentrechnung damit zu tun? Na, im Grunde genommen alles. Prozentrechnung ist Bruchrechnung. Jede Prozentrechnung führt in irgendeiner Form auf eine Bruchrechnung. Warum? Erinnere dich, 1% ist ja nichts anderes als 1/100. Jede Prozentangabe ist daher eine Angabe in Bruchform, nur anders geschrieben. 1% von 800 zum Beispiel würden wir übersetzen in 1/100. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt. Dieses von übersetzen wir in einmal 800. Und die eigentliche Rechnung, die ich ausführe, ist eben eine Bruchrechnung. 800 durch 100 mal 1 ist die günstigste Reihenfolge, die wir hier haben. Und das ergibt natürlich 800 durch 100, 8. Entsprechend sind dann 3% von 800, 300 mal 800. Und natürlich werden wir das wieder über den Umweg von 1% berechnen. 800 durch 100 ist 8, mal 3 ist 24. Allgemein schreiben wir diesen Zusammenhang in der Form P% von G ist gleich A. Beziehungsweise mathematisch korrekt, P100 mal G ist gleich A. Das ist die zentrale Gleichung, aus der man durch Umformen alle drei Größen entsprechend berechnen kann. Was ist nun P, was ist G, was ist A? P wird als Prozentsatz bezeichnet und ist die Zahl vor dem Prozentzeichen. Das wären hier zum Beispiel 1 und 3. G ist der sogenannte Grundwert, von dem aus wir Teile bei Prozentrechnung 100 berechnen. Und schließlich der Anteil ergibt dann jenen Bruchteil, den wir vom Grundwert berechnen wollen. Bei der Prozentrechnung spricht man hier auch von Prozentanteil, zum Beispiel als Gegensatz zum Promilleanteil bei der Promillerechnung. Warum aber nun haben wir auch die Überschlagsrechnung noch mit im Boot? Sehr oft wirst du im Alltag über Prozentangaben stolpern, bei denen du im Kopf Überschlagsrechnungen durchführen musst. Du bekommst Angebote über 5, 10, 20, vielleicht sogar 50% Rabatt und Sonderaktionen in Geschäften und möchtest dir vielleicht ausrechnen, wie viel das tatsächlich ist. Oder womit musst du rechnen, wenn du zum Beispiel 0,5% Zinsen auf deinem Sparbuch bekommst? Wirst du dadurch reich oder sind das nur ein paar Euro, die du pro Jahr dazu bekommst? Für diese Überschlagsrechnung, zum Beispiel 0,52% von 692, werden wir natürlich zwei Schritte brauchen. Schritt 1 ist ein intelligentes Runden. Wir runden in der Regel so, dass wir nur mehr mit einer einzigen Ziffer rechnen müssen. Also bei 0,52% runden wir auf 0,5%. 692 eignet sich gut, um auf ganze 100er zu runden. Wir sind dann bei 700. Diese Vorgangsweise kann man aber in der Regel auch mit Zahlen, die nicht so schön zu runden sind, anwenden.
Und dann ist das Rechnen reduziert auf 5 und 7, auf einstelliges Rechnen. In dem Fall sind das 0,5 Hundertstel, also ein halbes Hundertstel von 700. Und die Rechnung ist tatsächlich so ähnlich einfach wie auch hier schon. 700 durch 100 ist im Kopf 7, die Hälfte von 7 ist 3,5. Dazu brauchen wir hoffentlich keinen Taschenrechner. Ich hoffe, dir ist damit klar geworden, dass diese drei Kapitel tatsächlich zusammenpassen. Und ich wünsche dir noch viel Spaß beim Bruchrechnen, Prozentrechnen und Überschlagsrechnen.